Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nehmen wir uns wie jeden Abend die Zeit und schauen gemeinsam, was sich hinter dem heutigen Türchen verbirgt. Wer heute die Möglichkeit hat, einen Gottesdienst zu besuchen, der wird bei der alttestamentlichen Lesung vielleicht ganz kurz aufhorchen. Es ist eine Lesung aus dem Hohen Lied. Das Hohe Lied ist eine Sammlung von ursprünglich ganz weltlichen Liebesgedichten. Die Texte sind voller Liebe, Zärtlichkeit, ja, und auch voller Erotik. Suchen, Finden, Sehnsucht, Zuspruch, Verlangen, das alles verdichtet sich in diesen Texten. Ein Mann und eine Frau bekunden sich dabei abwechselnd gegenseitig ihre Liebe, äußern ihr Verlangen nach dem jeweils anderen und preisen gegenseitig ihre Schönheit. Dabei gilt das Hohe Lied als ein sehr emanzipiertes Buch. Die Frau kommt nämlich deutlich öfter zu Wort. Sie ist eine starke Persönlichkeit, selbstbewusst, nicht unterwürfig, sondern viel mehr als gleichberechtigt. Erstaunlich für einen Text, der im Umfeld einer reinen Männerherrschaft entstanden ist. Der Text ist voller wunderbarer Bildworte und Vergleiche, voller Schönheit für die sich Liebenden, ja, und auch für die körperliche Begegnung der beiden. Zwei Liebende begegnen sich. Was für eine passende Lesung, so kurz vor Weihnachten. Ist durch die Geburt Jesu ein riesengroßer Liebesbeweis Gottes zu seinen Menschen. Die Liebe wird später, wenn das Kind, das für die Menschen geboren wird, erwachsen ist, seine Hauptbotschaft. Das zentrale Gebot wird für Jesus die Nächstenliebe sein. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, wird Jesus am Ende seines Weges den Menschen als sein Vermächtnis mitgeben. Auch Papst Franziskus hat im Jahr 2019 bei seiner Weihnachtsansprache die Geburt Jesu als größten Ausdruck von Gottes Liebe zu den Menschen auf den Punkt gebracht. Gott liebt den Menschen, auch den Schlimmsten. Der Mensch muss nichts für diese Liebe tun. Gott liebt den Menschen im Guten wie im Schlechten, in der Gesundheit und der Krankheit, in Glück oder Traurigkeit. Seine Liebe ändert sich nicht. Sie ist nicht nachtragend. Sie ist treu und sie ist geduldig. Den heutigen Lesungstext aus dem Hohen Lied finden Sie auf der Homepage der Pfarrei Frenzdorf. Lesen Sie es als Liebesbrief Gottes an die Menschen und unter der Perspektive Weihnachten als Teil einer großen, vielleicht sogar der größten Liebesgeschichte aller Zeiten.